Jungs, was habt ihr da eigentlich vor? Alter, 21 Grad, ich bin getroffen. Geile Sache, Alter. Achso, und falls ich es noch nicht erwähnt habe, wir sind jetzt gerade auf Spotcheck-Tour. So, erster Spot. Ich war da nicht drauf, ich habe mich da schon mal festgefahren. Ja. Aber eigentlich, wenn man jetzt übernachten wollte und so und mit Equipment und so, dann würde man jetzt hier noch die 30 Meter weiterfahren. Okay, das ist der Ausschnitt, den die Öffentlichkeit nicht hören soll. Ihr habt ja auch gesehen, habt ihr das Verbotsschild aufgenommen? Ja. Das habe ich nicht aufgenommen. Oh yeah! Benjamin! Da geht was! Down in the dirt. So, dann wollen wir mal hören, wie der erste Spot so angekommen ist. Leute, was sagt ihr denn jetzt so zur ersten Spot-Ausbeute? Doch, ist machbar. Ist machbar, ja. Viel Energie. Antje, gehst du mit zu surfen aus? Das ja, klar. Da habe ich eigentlich nur drauf gewartet. Ja. Haben Sie denn eine Referenzklasse, die Mutter des Surfens. Ja, ich kann jetzt auch den Flipflop. Wie geht denn das Flipflop beim Surfen? Hast du schon mal einen Flipflop gemacht beim Surfen, Benni? Auf dem Brett und dann wieder drauf landen. Ich glaube, das ist Antje. Das ist der Trick. Man sitzt in seinem eigenen Auto, dann werden schon Auto fahren. Schön, ne? Man muss einfach Vertrauen haben. Ich finde, es reicht aber auch schon, Beifahrer zu sein. Ja, das ist auch schon so strange genug. Antje, wie ist es bei dir so? Auf der anderen Seite. Ich bin ja eher Beifahrer im Leben und von daher. Im Leben? Auch im eigenen Leben, ja, oder was? Ja, ich bin der Beifahrer. Also du fährst. Also ich finde immer gerade beim Bulli, Beifahrer zu sein, ist krass, weil man immer denkt, der fährt viel zu weit rechts. Kennt ihr das? Oder links? Bulli, und dabei nee, ist noch muss ich sagen. So, wir sind angekommen. Der nächste Spot. Ich habe zwar keine Ahnung, wie die Wellen hier aussehen, aber wie wunderschön ist es hier bitte. Alter, ist das nice. Wir sind am dritten Spot angekommen. Wir haben uns jetzt viele schöne Surfaufnahmen von anderen Leuten angeguckt. Und ich würde mal sagen, genug gelabert, Spots abgecheckt. Jetzt geht's mal selber aufs Wasser. Kitsching! Wir sind hier wieder Sande, ein Tag ist vorbei. Juhu!
Und wir gehen jetzt aufs Wasser. Windmäßig ist das hier wunderbar. Der komplette Norden ist unfassbar gut mit Wind versorgt. Kannst du mal zeigen, wo wir sind? Wir sind genau hier. Also da. Da, wo, also was, da, wo es blau ist. Was bedeutet blau? Blau bedeutet einfach mal, dass da gar nichts geht. Und wo ist St. Peter? St. Peter ist hier. Und rot ist immer ein Zeichen für, da geht die Post ab. Das ist. Und wo sind wir nicht? Da, wo die Post abgeht. Schade. Scheiße, ich hab mich. Die waren alle so locker, dass die waren so locker. Wir fahren mal mit drei Rädern schöner wie den Sandesurf. Willst du alle lieber mal checken? Nee, das ist nur der hier. Ja, aber wir sind ja überhaupt generell hierher gekommen. Die weiß ich, die habe ich ordentlich. Das ist der Reserverad, weil mir ein Reifen letztes Jahr geplatzt ist. Das muss nichts tragen. Oh, der ist aber auch. Das ist ein ganz frischer Reifen. Der ist hier so. Bitte nicht drüber sprechen. Bitte nicht drüber sprechen. Ich habe seit Jahren Werkstatttermin in Aussicht. Seit einem Jahr. Und ich habe gerade letzte Woche das ganze Thema noch mal ein bisschen verfolgt. Ich glaube, ich werde in Zukunft nicht mehr mit Benny mitfahren. Guck mal, hier so Spinnenweben. Ja, wenn die Spinnenweben wechseln, dann wird das alles so gut wieder. Ah, kann nichts passieren. Wie lange seid ihr damit jetzt gefahren? Nein, da wollen wir nicht drüber reden. Die sind alle im Kloster, da ist übelst voll. Darum ist es total gut, dass wir nach Wiedesande fahren. Sehr gut. Jetzt kommt der schönste Teil. Natürlich habe ich einen Schirm zu Hause gelassen, den 6er. Und wie es immer so ist, man darf einfach nichts zu Hause lassen, weil das genau der Schirm, den ich gebraucht habe. Sonst guckst du so komisch. So heiß! Aber ich guck nicht. Ich gehe zu dir, den Quark denkst. Boah, das ist schön. Tschüss. Wir schauen uns gerade den ersten Sonnenuntergang an. Philosophieren ein bisschen darüber, ob wir die nächsten Tage jetzt Flachwasser-Sessions machen oder wie auch immer. Schwierige Entscheidung. Und man kann jetzt schon sagen, das, was eigentlich am besondersten an diesen Urlauben ist, ist nicht das Kalten, nicht die Dünen und so weiter, was natürlich auch alles fett ist, aber... Das Flens. Das Flens auch, aber dieses Gerät hier, die Inhalte sind einem so scheißegal. Man hat keinen Bock, irgendwie Instagram zu checken, Facebook zu schauen. Hauptsache hier. Wahnsinnig philosophisch, aber es ist so. Ich habe jetzt nicht mal geladen. Das ist, worauf es ankommt. Und zum Abschluss schauen wir uns Benny und Christiane an, wie die Irren jetzt noch Wellenreiten gehen. Was unserer Meinung nach nicht sein muss. Gibt ja bestimmt die kommenden Tage. Was der Effekt, wenn man in der Hölle bleibt.